arschkalt in Deutschland. Und hier im Park machen sich Leute nackig und lassen sich fotografieren. Aber warum eigentlich, Daniel? Naja, also spätestens jetzt müssten eigentlich große Teile Deutschlands oder zumindest Berlins davon informiert sein oder darüber informiert sein, dass es in Berlin eine hohe Zahl, ich glaube 12.000 Obdachlose gibt. Es ist Winter, es ist kalt, wir frieren kurz 2 Minuten, sie frieren ein Leben lang oder zumindest in den kalten Monaten. Und da ist es uns natürlich ganz wichtig, dass wir die Menschen sensibilisieren und informieren. Zum einen, dass sie nicht weggucken sollen und dass sie die Obdachlosen gerne mal ansprechen können, fragen können. Kann ich irgendwie helfen? Was kann ich machen? Soll ich dir einen Kaffee bringen? Und dass eben diese Thematik in den Fokus der Öffentlichkeit kommt. Butch, sag uns auch mal, du machst dich einfach nackig im Park. Warum? Weil es Spaß macht. Nein, weil Armin mich gefragt hat, einer der Organisatoren, und er meinte, es für einen guten Zweck. Und dann habe ich das letztes Wochenende verplant und deswegen bin ich jetzt hier. Was ist denn der gute Zweck? Der gute Zweck ist, den Kältebus zu unterstützen und erstmal Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen. Ich kannte den vorher auch nicht. Es ist arschkalt. Ja. Ihr zieht euch ja aus. Warum? Vorurteile abzubauen, um aufmerksam zu machen, dass es auch Menschen gibt, die am Rand der Gesellschaft leben und einfach ein neues Bewusstsein zu schaffen bei den Menschen, die halt aus welchen Gründen auch immer aus der Gesellschaft ausgestiegen sind, und die Menschen wieder zurückzuholen in die Gesellschaft und was zu verändern, vor allem Mauern fallen zu lassen, die in den Köpfen sind. Ich möchte Menschen einfach dazu anregen, darüber nachzudenken, dass ihnen eigentlich gleiches Schicksal schneller oder weniger schnell sie eigentlich eilen könnte, und dass Obdachlose auch nur Menschen sind und hinter jeder Person ein Schicksal steht. Und ich denke, dass sie sich das nicht mitunter freiwillig ausgedacht haben oder ausgesucht haben, dass sie auf der Straße leben. Wir wollen erreichen, dass Menschen in Deutschland Obdachlose gezielt auch ansprechen in den kalten Monaten, fragen, wie man helfen kann, informiert sind darüber, welche Institutionen es gibt, welche Organisationen es gibt und welche Angebote sie haben, dass die Leute einfach aufgeklärt sind darüber, wie man Obdachlosen heutzutage helfen kann und wie man Kältetode vor allem in dieser Zeit verhindert. Was ist deine Message an die Jugend? Nun, es war noch nie so einfach, so viel zu bewegen wie in der heutigen Zeit. Und das ist genau die Plattform, Facebook, Twitter und generell Social Media an sich, die eine Plattform der Jugend ist, die im Moment die größte Macht hat.